Dir Cloud sende ich dir. Antworten und Musik. Ich. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe hier schon ein paar Pferde und deswegen handelt es sich um ein Pferd ab in deine Box mit Alexa. Ja, und dann fangen wir an. Hallo, ich bin eingeschaltet. Ich werde dann fragen, Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 15. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 15. Es ist 9. Jetzt haben wir die 9 bekommen. Dann müsste ich von hier aus zählen bis der 9. Okay, fangen wir an. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 15. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 15. Es ist 7. Okay, jetzt müsste ich zählen. 1. Und das ist der hier. Mein Silber. Und ja, der kommt halt hier ganz hinten in die Box. Machen wir jetzt weiter mit dieser Box. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 14. Es ist 3. So, in die 3. Oh nein, kommen die jetzt rein. Okay, das ist eigentlich ein Bundle. Deshalb nehme ich dann diese 3 und da kommt der Storm rein. So. Das stand doch vorher. Nee, er stand da. Und ja, machen wir. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 13. Es ist 7. Okay, jetzt nehmen wir uns die 7 und da, das ist ja die. Das ist die 7. Ja, macht ja auch Sinn. Die kommt dann da rein. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 12. Es ist 6. Gut, dann nehmen wir hier uns die 6. Und das ist hier. Das ist mein Sunset. Machen wir jetzt weiter mit dieser Box. Und danach folgt diese. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 11. Es ist 6. Gut, da wir jetzt die 6 nicht haben, frage ich sie nochmal. Eine Zahl zwischen 1 und 6. Es ist 3. Zwischen 1 und 3. Es ist 2. Gut, dann mache ich von den beiden oben aus weiter und dann kommt er. In dieser Box, das ist mein Rose Champion. Oder auch Brownie, aber ja. Die Zahl ist die 8. Gut, die 8. 8. Ui! Dann kommen die ja wieder in diese Box, wo die auch vorher waren. Nämlich Blossom und ihr Fohlen Schneeflocke. Snowflake, meine ich. Ja. Das Blöde ist immer, die Tür geht immer von alleine auf und das ist blöd. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 9. Es ist 4. Gut, jetzt nehmen wir die 4. Da kommt dann der Cayenne rein, der kommt dann in diese Box hier. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Nur, dass wir sehr viele Hengste haben. Aber egal. Es ist 1. Gut, die 1 dann einfach von dem kommt er da rein. So, jetzt ist schon mal der Stall hier abgehakt. Und jetzt machen wir weiter mit diesem Stall. Und hier, es ist 2. Gut, ich habe mir jetzt doch gedacht, dass es realistischer wäre, wenn ich mit dieser Box anfange. Und ja, dann kommt er. Ich frage einfach mal, in welche Box er kommen soll. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Es ist 1. Okay, dann kommt er in diese Box. Ja, gut. Ja, Alexa hat gerade gesagt, das habe ich aus Versehen nicht gefilmt, aber gut. Alexa hat gesagt, dass sie da reinkommt, die meine Polystute. Ich bin irgendwie voll glücklich, dass sie hier reinkommt, weil das ja mega passt. Und ich habe nicht gelogen. Ich habe nicht extra Stopp gemacht. Gut, machen wir jetzt weiter mit diesem Stall. Wir haben ja auch nicht mehr so viele Pferde übrig. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 2. Und dann kommt dieses Bundle da rein. So, ich platziere die mal realistisch. Ich habe das jetzt so gemacht und jetzt sind hier noch, ich glaube, ich tue die einfach hier mal rein, weil die da einfach ja reinpassen. Aber ich hätte sie auch dazu gern drin, ich weiß nicht, wen ich da jetzt rein tue. Egal, wir gucken mal, was Alexa sagt. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2, es ist 1. Gut, dann kommt sie da rein. Ich will jetzt auch nicht die Knappstopper da reinstoppen. Deswegen habe ich mir gedacht, kommen die dann hier rauf. Und meine Silber-Depot-Dingsbums-Stute kommt dann hier rein. Und ja, bitte beachtet das nicht. Jetzt suche ich mir neue Pferde aus, die dann in diese beiden Boxen kommen. Also ich suche mir jetzt wieder 10 Pferde aus. Und achso, wir haben hier noch meinen Champion. Ich würde dann einfach vorschlagen, dass wir den dann einfach in die Box tun. Sorry, Leute, aber ich muss jetzt einmal was ändern. Und zwar Sunset und mein... Oh, ich habe gerade den Namen vergessen. Aber die beiden werden darüber geswitcht, weil ich einfach Mystery im Hauptstall haben muss. So, ich nehme die ganz raus. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so dramatisch. So, ich finde, oha, das passt doch auch. Und ich habe den dann nicht gerade hingeklebt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das passt ja mega. So, auf dem Foto bin ich nicht. Das ist aus einem Krämerkatalog ausgeschnitten worden. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass ich die einfach da rein tue.
Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Okay, dann kommt Mystery in diese Box. Und mein Starlight kommt dann in diese. Warte, ich musste jetzt noch mal etwas wegtun. Und zwar habe ich mein Starlight draus getan, damit die Knappstrupper da, also die beiden, der bleibt dann einfach da immer auf der Kopf, damit die dann hier rein können. So, dann kommt sie einfach hier rein. So, machen wir jetzt weiter mit meinem letzten Stall. Mit meinem letzten Stall. Ich tue das hier noch kurz einmal raus. Eigentlich wollte ich, dass es ein Offenstall ist. Also es ist hier, dass die Pferde hier einfach rumlaufen können. Und ja, das habe ich jetzt so gemacht. Alexa, ich liebe dich. Na, brauchst du ein bisschen Liebe? Nein. Nein. Ich. So, machen wir jetzt weiter mit diesen Pferdchen. Mit diesen Pferdchen. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 3. Okay, dann kommt sie in diese Box. Und jetzt machen wir... Ja gut, dann kommt die jetzt... Ist ja auch automatisch so. Kommt die jetzt in diesen Stall hier. Und ja, da braucht man ja keine Anordnung. Von daher... Können die hier einfach so rein. So, ich verteile das jetzt mal so, dass ich da noch ein Pferd reinbekomme. 4 Pferde? Ist zu groß, oder? Ja, zu klein. Ja, so sieht es besser aus. So, das ist jetzt alles. Mein Hof sieht jetzt so im Gesamten aus. Ich finde den eigentlich ganz hübsch. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Und gebt diesem Video ein Like und ein Abo. Dann würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, tschüss. So, wobei wir jetzt fertig mit dem Pferd in der Box sind. Ja, gibt es jetzt noch eine kleine Huftür. Nur damit ihr nochmal wisst, wer in welchen Boxen steht. Also da steht einmal die... schreibt mir bitte Namen in die Kommentare. Ja, hier steht Brownie. Wenn wir dann hier so rüber dingsen, ist hier dann der Champion. Und dahinter ist die Shakira. Ja, hier haben wir einmal die Secret Lady. Danach haben wir hier die Silberdeppel, hier mein kleines Bullen, das hat auch noch keinen Namen. Und dann haben wir dann noch 2 Pferde, und zwar einmal die... schreiben bitte da in die Kommentare. Und das Jungpferd hat auch noch keinen Namen. Ja, da sind einmal... er hat auch noch keinen Namen. Und dann einmal hier unser Sunset. Mystery Rose Storm. Dann sind da die Knappstrupper, Cayenne, fällt mir gleich wieder ein, Blossom und Snowflake und hier mein namensloses Pferd. Dann haben wir hier einmal die Starlight und hier dann noch diese 2 Pferde drin. Ja, das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Säcke. Die mag ich nicht so gerne, aber was soll man tun? Ja, es ist blöd, aber ist so, wie es ist. Dann machen wir Schluss für heute. Tschüss!